Wir haben heute hier unseren grünen Bildungskongress. Ich freue mich total, dass so viele Menschen gekommen sind. Über 180 Leute waren über den Tag verteilt hier. Es ist wirklich ein großer Erfolg. Das zeigt, wie wichtig dieses Thema Bildung ist. Es zeigt einfach, dass es auch uns Grünen wichtig ist. Es waren unheimlich viele grüne Leute da. Es waren aber auch aus der ganzen Berliner Bildungslandschaft viele, viele Menschen da. Und ich freue mich, dass wir mit denen ins Gespräch kommen konnten. Uns als Partei liegt dieses Thema sehr, sehr am Herzen und wir wollen deshalb im Gespräch mit den betroffenen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrer, Lehrerinnen, Schulleitungen, mit all denen gemeinsam neue Konzepte erarbeiten und fragen, wie kann eigentlich Bildungspolitik in Zukunft aussehen. Wir haben unsere grünen Ideen, ich bin davon überzeugt, dass wir gute Ideen haben, aber die müssen wir auch mit der Realität abchecken. Die müssen wir prüfen und die Leute fragen, ob das wirklich sinnvoll ist, was wir hier machen. Das tun wir heute. So, Tom Erdmann, der Landesvorsitzende der GEW Berlin. Ich freue mich total, dass du heute auch bei unserem Bildungskongress bist. Wir haben ja ganz viele Themen besprochen heute. Was ist so aus deiner Perspektive das, was jetzt am drängendsten ist, wo wir unbedingt dran müssen? Ja, neben der Problematik, dass wir in Berlin einfach immer viel mehr Kinder werden und wir brauchen Personal, ist das Thema Bildungsgerechtigkeit ganz groß. Also es darf nicht sein, dass Bildungserfolg und soziale Herkunft immer noch miteinander zu tun haben. Sehe ich ganz genauso. Da ist ja eine Frage eben die Schulstruktur. Wir Grüne stehen für langes gemeinsames Lernen. Ich glaube, da sind wir mit der GEW auch gemeinsam am Kämpfen. Welche Rolle spielt das Elternhaus dabei? Können wir da auch irgendwas tun? Wir müssen natürlich Elternarbeit mehr in den Fokus nehmen. Demokratische Schule ist das Stichwort. Aber es darf nicht sein, dass eben nur die Schulen erfolgreich sind, wo die Eltern mit anpacken. Es muss auch in Schulen funktionieren, wo die Eltern vielleicht sich nicht so sehr berufen fühlen, in der Schule mitzuhelfen. Und da sind die Gemeinschaftsschulen auch ein Mittel, ein Weg, um das zu realisieren. Oliver Görs, Vorsitzender des Grundschulausschusses des Bundeselternrats. Schön, dass Sie bei unserem Bildungskongress heute waren. Was haben Sie mitgenommen? Ich habe eine ganze Menge mitgenommen, was konkret ist, und zwar Schulbauoffensive. Schulbauoffensive, wie werden wir Schulen bauen? Wie kann es geschafft werden, dass in den nächsten Jahren, 6 Jahre, 7 Jahre, es wurden Zahlen genannt von der Vizepräsidentin bzw. von der stellvertretenden Vorsitzenden der Architektenkammer, wurden Zahlen genannt, wir wollen 60 Schulen in Berlin bauen. Das muss klappen auch mit diesem Senat. Da sind die Grünen auch in der Verantwortung als Regierungspartei. Und das finde ich herausfordernd, das zu diskutieren. Was wichtig ist, was heute auch ankam, was interessant ist, die Schulen, die neu gebaut werden, die Standorte, dass die Partizipationsprozesse, die Teilhabe dort auch gewährleistet ist, auch für uns Eltern. Und da gibt es ja noch gar keine Eltern an den Schulen. Dass das die Bezirke regeln können. Und ich denke, da ist der Senat auf gutem Weg, wenn er die Sachen, die er sich in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben hat, umsetzt, die Strukturen schafft, dass es auch klappt in Berlin und dass wir die Ansätze sehen, dass losgebaut werden kann und dass Bildung sich verändert. Silke Gebel, die Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus. Schön, dass du da bist heute bei unserem Bildungskongress. Was nimmst du von heute mit? Also ich nehme auf jeden Fall nochmal mit, dass das Thema Bildung und auch vor allen Dingen grüne Diskussionen in der Bildungspolitik die Menschen bewegt. Deswegen vielen Dank, dass ihr das hier organisiert habt. Und das sind für uns auch viele wichtige Impulse gewesen, zu gucken, wie kann ich individuell eine Schule zum Erfolg führen, dass die Kinder und die Jugendlichen auch ihren Abschluss machen, den sie da machen können. Wir haben in Mitte 30% Schulabbrecherinnen und Abbrecher. Das ist ein Ding, was ich nicht halten möchte. Wir müssen massiv in Schulausbau und Schulsanierung investieren und da kann man auch nicht einfach sagen, ach, so ein Gebäude hat irgendwie hier 4 Ecken und ein Dach, sondern man muss auch gucken, dass die Qualität und der pädagogische Wert da auch im Mittelpunkt steht. Und das waren alles Diskussionen heute, die uns nochmal bestärkt haben, diesen Weg auch in der Koalition zu gehen, und deswegen hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Für mich ist das Wichtigste tatsächlich, dass das Schulsystem sich öffnen muss und weiterentwickeln muss, dass man auch den Schulen, die bisher nicht für das gemeinsame Lernen stehen, also die eher versuchen, eine homogene Schülerschaft zu haben, dass man denen Wege eröffnet, wie kommen sie zur Vielfalt. Weil in dieser Vielfalt steckt ganz viel drin, also sprich Demokratieerziehung, sprich sehr differenzierte Abschlüsse zu erreichen, entsprechend den eigenen Voraussetzungen, und die Schüler eben parallel im gemeinsamen Unterricht entsprechend ihrer Möglichkeiten zu fördern. Und von der Politik erwarte ich eigentlich, dass sie deutlich Werbung macht für Gemeinschaftsschulen, für das gemeinsame Lernen und auch für das längere gemeinsame Lernen. Was findest du, sind wirklich die drängendsten Herausforderungen gerade?
Na, ich glaube, die meisten Menschen in dieser Stadt sind sich einig, dass Bildung nicht nur die Grundlage unserer aller Zukunft ist, sondern dass in Berlin auch viel zu lange nichts passiert ist und wir deshalb im Rahmen der Investitionsoffensive von unserer rot-rot-grünen Koalition sagen, Bildung ist der Bereich, in dem wir das meiste Geld stecken. Wir wollen Schulen bauen, wir wollen Kitas bauen. Wir wollen, dass diese auch auf eine Art und Weise gebaut werden, dass es Spaß macht, zur Schule zu gehen, dass sich die Menschen, die dort arbeiten und lernen, wohlfühlen. Aber Gebäude und Plätze reichen nicht und lösen das Problem auch nicht, wenn wir die Arbeitsbedingungen und auch die Bezahlung von Erzieherinnen, Pädagoginnen und Lehrerinnen nicht deutlich verbessern. Und deshalb sind wir jetzt auch gerade an einem Punkt, wo wir auch in der Koalition nochmal schauen, was für Möglichkeiten wir haben, um die Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern, aber auch Lehrerinnen und Lehrern insgesamt gerechter und besser zu machen. Es ging halt vor allem darum, was Kinder lernen müssen für ein Leben in einer digitalen Welt. Und mir ist es sehr wichtig, dabei zu sagen, es geht halt um Medienbildung, nicht irgendwie digitale Bildung oder digital gestützte Bildung, sondern Medienbildung, weil es immer das Lernen mit Medien umfassen muss, aber auch immer das Lernen über Medien. Ich fände es gut zu unterstützen, die Lehrerinnenfortbildung einfach. Ja, das ist notwendig, um die Schüler zu bilden. Es ist auch notwendig, die Lehrkräfte fortzubilden. Und das würde ich auf jeden Fall immer unterstützen. Wir haben schon ganz viele tolle Anstöße bekommen und wir sind auch nach wie vor in den Diskussionen, was wir eigentlich tun können für die Berliner Bildungspolitik, was getan werden muss, sei es das Thema Schulsanierung, das Thema Personalmangel. Ganz konkrete Fragestellungen, wo wir herausfinden müssen und Wege finden müssen, diese Probleme zu lösen. Gleichzeitig aber auch langfristige Visionen zu entwickeln. Wie kann eigentlich Chancengleichheit erreicht werden? Wie kann Gerechtigkeit erreicht werden, dass wir den Bildungserfolg vom Elternhaus abkoppeln? Das sind für uns zentrale Fragen, denen stellen wir uns heute und dazu haben wir ganz spannende Diskussionen. Ich war in zwei Panels, einmal zum Schulbau und dann aber auch zur Stadt als Schule. Und das nochmal richtig vorgestellt zu bekommen und die Idee und auch die Konsensfähigkeit unter allen, die gesagt haben, diese Lernen in der Stadt, Lernen in der praktischen Erfahrung, ein Wechsel zwischen Theorie und Praxis, das sollten doch alle Kinder machen dürfen. Ich bin immer froh, wenn ich ganz konkrete Sachen mitnehme und da war heute viel dabei. Ja, ich finde auch total viele konkrete Sachen. Ich war total froh, dass so viele verschiedene Leute auch aus der Bildungslandschaft heute hier waren. Wie erklärst du dir das? Ist so ein großes Bedürfnis in der Stadt, zu dem Thema zu sprechen? Ja, das merken wir schon in der Landesarbeitsgemeinschaft, die irgendwie auch jetzt, seit wir Teil der Regierung sind, die wächst und wächst und wächst, weil ich glaube, dass wir Grüne, und insofern fand ich den Kongress auch toll, es gibt nicht viele Orte, wo man über Bildung diskutieren kann, wo man offen miteinander redet. Unsere Programmatik ist nie bis ins Letzte fest. Ich sag mal, gute Schule wird von, dafür gibt es 40 bis 70 einzelne Indikatoren. Das heißt, du hast schon mal 70 einzelne Bildungsthemen, die du diskutieren könntest und immer musst. Da ist unser Programm, so weit geht es gar nicht. Bildung, auch Partei muss mit der Zeit gehen. Was bleibt, sind unsere Grundwerte, unsere grüne Grundhaltung, dass wir solidarisch sind, dass wir nicht wollen, dass der soziale Hintergrund der Kinder entscheidend ist. Solche Grundwerte nehmen wir überall mit, aber mit welchen Ansätzen, mit welchen Methoden, mit welchen Leuten man das wann, in welchem Kiez schafft, ja, da muss man immer neu diskutieren und ich habe noch aus jeder Diskussion was Neues gelernt. Ich kann sagen, aus der Spracherwerbsforschung wissen Sie, dass eigentlich mit 3 Jahren sind die Grundlagen der Morphologie und Syntax schon erworben. Wir wissen auch sehr viel über Korrelationen zwischen dem sozioökonomischen Status und den früheren Sprachentwicklungen und wir wissen, wie wichtig ist das, dass die Kinder so früh wie möglich und so viel wie möglich einen Input bekommen, denn nur aus diesem Input können sie die Sprache erwerben, lernen, herausbilden und so ein Fundament für den Erfolg im Leben bilden und natürlich für den Bildungserfolg. Also es ging erstaunlicherweise dann auch ganz stark um so klassische Kompetenzen, wie zum Beispiel rhetorische Fähigkeiten, Literarität, Empathie, um sich halt in diesem Medium Internet oder mit digitalen Medien in der digitalen Welt zu bewegen. Tatsächlich habe ich den Job gerne übernommen, weil Bildung zu einem der spannendsten politischen Themen gehört.
ein gesellschaftspolitisches Thema. Die ganze Stadt bildet sich auf unseren Schulhöfen ab in ihren ganzen krassen Gegensätzen. Mein Eindruck ist, dass sich hier etwas grundsätzlich verändert, eine Art Zeitenwende. Die Zeit der Bildungsutopien wird abgelöst von einem gewissen Realismus. Ein Realismus, der womöglich ernüchternd wirkt, manchmal sogar schmerzt, der aber unausweichlich ist und am Ende sogar befreiend. Deshalb möchte ich Mut machen, reden Sie ehrlich. Denn es gibt so viele engagierte Lehrer in den Schulen, so viele Schulleiter mit Herzblut, die sehen, welches Potenzial in den Kindern steckt. Sprechen Sie darüber, was in der heutigen Zeit möglich ist und was eine Überforderung. Und bestimmen Sie am Ende Standards, die auf jeden Fall erreicht werden sollen. Dementsprechend würden wir uns als Schülerinnen und Schüler wünschen, dass man in den Dialog geht. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir heute hier sind. Was kann man an den Hausaufgaben, so wie sie jetzt sind in der Schule und wie wir sie jetzt erleben, verändern? Wie kann man das System anpassen? Wir würden uns eine politische Bildung wünschen. Und deswegen gebe ich die Information jetzt auch an Sie weiter, die erlebbar ist für Schülerinnen und Schüler. Weil wir erleben immer öfter einen Schulalltag, in dem zwar über Demokratie gesprochen wird, in dem aber Demokratie und Partizipation für Schülerinnen und Schüler nicht wirklich erlebbar ist. Dann darf man einmal abstimmen zwischen zwei verschiedenen Möglichkeiten, wo der nächste Wandertag hingehen soll. Aber wirklich reale Partizipation und das Fördern und Empowern von Schülervertretung erleben wir leider nur in den seltensten Fällen. Denn das ist das Wichtige, denn unsere Gesellschaft ist aufgebrochen. Und deshalb sollte die Schule sich auch aufbrechen. Auch im Biounterricht. Ja, es gibt die biologische Fortpflanzung, aber es gibt auch diesen sozialen Faktor, den wir nicht außer Acht lassen sollten. Oder auch unsere Mathebücher. Wo steht der Vater und das Kind und die Mutter? Warum denn nicht der Vater und das Kind? Mit dem Kongress heute ist die Debatte nicht vorbei, sondern wir machen weiter. Wir haben auf unserer Homepage einen Blog und ich würde mich freuen, wenn viele von Ihnen, viele von euch sich da noch beteiligen und ihre Perspektive auf Bildung, auf Bildungspolitik nochmal deutlich machen. Gibt es sonst noch was, was du jetzt insbesondere uns Grünen oder der grünen Politik noch mit auf den Weg geben möchtest? Ich habe den Eindruck, die Grünen sind die einzige der drei Regierungsparteien, die so oft Bildungskongresse machen. Das ist jetzt schon der zweite in meiner kurzen Amtszeit. Macht weiter so. Tolles Ambiente, tolles Publikum, tolle Podien. Also ich freue mich, hier gewesen zu sein. Super, vielen, vielen Dank.